Am Freitag, den 30. März, fand im Theatersaal der VHS Meidling ein Benefizkonzert zugunsten slowakischer Roma-Kinder statt. Unter der Schirmherrschaft zahlreicher Organisationen und unter der Leitung von Jerome Segal tanzte und musizierte die Gruppe Kesaj Chave. Kesaj Chave wurde im Jahr 2000 von dem Musiker Ivan Akimov und der Sozialarbeiterin Helena Akimova gegründet, mit dem Ziel, Roma-Kindern aus der Barackensiedlung Kesmarok in der Slowakei eine bessere Zukunft zu finanzieren und gleichzeitig die bunte und lebendige Roma-Kultur in die Welt zu tragen. Tous les enfants viennent de la région des montagnes Tatra, Carpates. Ouais. Ils viennent de ce qu'on appelle les colonies roms, tziganes. Ouais. Donc, ce sont des petits villages qui vivent un peu à part leur vie. Et ils viennent donc tous de la région frontalière avec la Pologne. Die kommen alle aus der Nähe von Kesmarok, also südlich von Polen in der Slowakei. Und das sind ganz kleine Dörfer, wo fast nur Roma leben. Depuis quand il y a le groupe? Depuis quand ça existe? Le groupe existe depuis 10 ans, mais il y a du renouvellement. Mm. Donc disons, cette formation-là, c'est depuis 2 ans. Die Gruppe existiert seit eigentlich 10 Jahren, aber unter dieser Form, mit diesen Leuten, seit 2 Jahren, weil es ändert sich immer. Wie viele Kinder sind dabei? Il y a combien d'enfants au total? On essaie de remplir le bus, l'essentiel c'est de participer. Donc on part en tournée avec une trentaine d'enfants, mais sinon au pays, voilà, on peut dire qu'il y a pratiquement une centaine d'enfants qui tournent avec nous. Eigentlich, also wir starten immer, wenn wir eine Tour machen, wie jetzt, also heute Abend ist unsere erste Etappe. Wir fahren immer mit so 30 Kindern ungefähr, aber es ist immer unterschiedlich. Insgesamt haben wir circa 100 Kinder, die spielen und tanzen. Wie finanziert sich das Ganze? Et comment l'ensemble, tout ça, comment ça se finance? Oh, mais ça se finance comme dans la vraie vie. Nous faisons des spectacles. Avec ces spectacles-là, nous gagnons de quoi payer le bus, la logistique, l'hébergement. Donc nous sommes en autonomie, on peut dire. Das ist leider reales Leben, also wirkliches Leben. Wir sind autonom. Mit diesen Tours können wir ein bisschen Geld verdienen. Wir müssen natürlich den Bus zahlen. Und wenn wir das gut machen, dann geht es ein bisschen besser als sonst, aber das ist immer ein Kampf. Na, die Gurkeln ist eine Möglichkeit, dass die Leute dort selber etwas anbauen, selber etwas herstellen. Und sie sind immer sehr froh, wenn wir ihnen möglichst viele abnehmen. Und wir sind sehr froh, wenn sie hier gut Anklang finden. Sie sind mit Liebe und mit einem guten Rezept eingelegt und die Leute haben damit ein kleines Einkommen und für den Erlös können wir wichtige Dinge beschaffen, die sie brauchen. Und ich arbeite noch nicht so lange bei der Initiative mit, aber es macht mir sehr viel Freude, weil ich darf dort ein behindertes Mädchen betreuen und nachdem mein Beruf Physiotherapeutin ist, kann ich ihr, glaube ich, auch ein bisschen helfen.